Wir sind heute im Weingut Göbel in Randersacker und zu einem Gespräch mit dem Hans-Jürgen Fahn. Ja gut, ich bin ja hier nicht allein in Randersacker. Ich freue mich auch, dass das Gespräch zustande gekommen ist. Und vor allem die jungen Weinmacher, die heute da sind, werden sicherlich verschiedene Forderungen und Themen uns vortragen, die wir dann im Bayerischen Landtag einbringen werden. Ja, ihr Jungweinmacher, was erwartet ihr euch von dem Gespräch mit dem Hans-Jürgen Fahn? Ja, als erstes mal finde ich es ganz cool, dass sich wirklich mein Politiker Zeit genommen hat für uns jungen Winzer, weil wir stehen noch manchmal oft wirklich auch vor verschlossenen Türen. Allgemein auch, wenn wir sagen, wir wollen mal nach Würzburg ein Event zu machen, stehen wir oft viel vor Bürokratie und wird uns auch wirklich Steine in den Weg gelegt. Wir erhoffen uns natürlich da, dass wir ein bisschen mehr Unterstützung bekommen von der Politik und uns vielleicht da auch dadurch ein bisschen mehr Türen offen geöffnet werden. Thomas, möchtest du auch noch etwas dazu sagen? Der Florian und ich, wir sind beide neben unserem Beruf als Winzer Gastronome im kleinen Stil und wir haben eben so Heckenwirtschaften. Ja, in der Diskussion um die Heckenwirtschaften würden wir uns wünschen, dass der Name der Heckenwirtschaft vielleicht nicht verwaschen wird und eine Regelung gefunden wird, die sowohl Flexibilität als auch den Schutz der alten eigentlichen Bezeichnung eben dieses Begriffs erreicht wird. Ja. Okay. Und als letztes, Florian, was würdest du dir wünschen? Wie kann man den Frankenwein besser in München dann auch repräsentieren? Ja, also ich glaube, dass der Verkaufsort, wo jetzt ja, herausgesucht worden ist, mit den 40 Quadratmetern, von der Örtlichkeit her sicherlich optimal ist. Da kommen viele Leute vorbei. Aber dass es einfach zu klein ist, weil wir sind ja auch in Bayern und wir haben nicht nur Bier, sondern wir haben auch wirklich unseren Frankenwein und der gehört einfach genauso nach München dazu. Also da muss man schon noch ein bisschen mehr dran arbeiten und sich dahinter kämpfen, damit eben auch der besser publik gemacht wird. Super, danke. Dann würde ich sagen, auf uns Jungweinmacher und auf die super Zusammenarbeit und auf den schönen Tag heute. Zum Wohl. Zum Wohl.